Hier ist er, der Ultimativität-Test, Teil 2. Am Ende des ersten Teils waren wir ja hier am Bauernhof rausgekommen. Damit war die erste Etappe asphaltloser Strecke zu Ende. Und ab jetzt folgte etliche Kilometer Asphalt, so wie es fast 80% des TEDs sind. Damit ihr mal einen Eindruck habt, lasse ich einfach mal laufen. Bei schönem Wetter ist es eine wunderbare Tourenstrecke, teilweise schön abgelegen, mit sehr schönen Aussichten, bei gutem Wetter wunderbar zu fahren, aber mit Trail hat das nun wirklich wenig zu tun. Die Streckenabschnitte sind größtenteils so gut ausgebaut und in so gutem Zustand, dass man sie eigentlich mit einem ganz normalen Streetbike abfahren könnte.
Ui, dann kam ja doch noch ein asphaltloser Muddy Road. ABS war noch an. Oh Mann, schnell ausstellen. Das letzte Mal bin ich fast in die Böschung gefahren mit ABS. Hier geht's gleich Richtung Naturschutzgebiet und da geht's dann tatsächlich nochmal schön übers Feld.
So, hier Ende von Teil 2, die sogenannte Übergangsetappe, und es geht dann weiter mit Teil 3.